sei mit dir, Heinrich. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Kam dir zu Ohren, dass jemand in der Gegend hartgesottene Männer anheuert oder etwas im Schilde führt? Nein. Komm, ich weiß doch, wie ihr Müller seid. Ich bin mit ein paar befreundet und die kennen jedes Gerücht. Dann frag doch die. Ich bezweifle, dass ihre Ohren bis hierher reichen. Dann hast du wohl Pech gehabt. Wir werden uns doch bestimmt irgendwie einig. Für Fremde habe ich nicht viel übrig. Was muss ich tun, um bei dir gut dazustehen, Meister Müller? Ich habe von deinen Müllers Freunden gehört, dass man sich auf dich verlassen kann und du kein Narr bist. Was war das denn? Das klang wie... Kann ich dir irgendwie helfen? Hey! Wer ist da? Hey! Was hast du vor? Ist etwas passiert? Gott, ein mächtiger. Was denn dann? Ich hab ihn umgehauen. Er zog mich auf sich drauf. Du meinst mit der Hüfte verpasst, nicht mit dem Arsch. Ich weiß nicht. Für mich sah es so aus, als hättest du Glück und Gesundheit. Wie ich höre, wird hier nach Männern gesucht, die zu allem bereit sind. Weißt du etwas darüber? Nein, aber ich bin immer der Letzte, der was hört. Wenn einer was weiß, dann hau drauf. Ihr sollt dem Gerber übel zugesetzt haben. Daran ist er selber schuld. Ach ja? Er wollte nur, dass ihr woanders hingeht. Das hat er dir erzählt? Hühnerkacke! Er hat mitgemacht und sich erst mit uns angelegt, wie er sein ganzes Geld verloren hat. Er hat sich mit euch angelegt? Hätte ich ihm nicht zugetraut. Hat's versucht, hatte aber nicht viel Glück. Einstecken kann er ja, aber einen Treffer landen. Kein Wunder, dass er keine Kinder hat. Ich suche Arbeit und hörte, hier würde jemand nach furchtlosen Männern suchen. Weißt du etwas darüber? Es heißt, die suchen einen neuen Schinder.
Also wenn du dich vor Kadavern und Scheißhaufen nicht ekelst? Danke, aber nein. Es heißt, jemand heuert Söldner und andere Kämpfer an. Na, tja, dann weißt du mehr als ich. Was macht ihr hier? Nichts Besonderes. Bloß eine kleine Feierabendklopperei. Ist gut für den Rücken und die Verdauung. Und für den Geldbeutel, wenn man's drauf hat. Angenommen, ich möchte mitmachen. Was müsste ich tun? Ganz einfach. Zuerst musst du Bohnenstange besiegen. Er sieht nicht allzu gefährlich aus, aber manches Nachts schläft er tief und fest und hat Gott auf seiner Seite. Danach kannst du gegen einen der anderen drei antreten. Egal wen. Und wenn du alle drei verhauen hast, kannst du dich mit mir messen. Klar? Der letzte Kampf ist also gegen dich. Ja, es heißt, gegen mich ist's kein Zuckerschlecken. Nur saures Obst. Der Gerber schickt mich. Er sagt, ihr veranstaltet in der Nacht immer Radau und ich möchte euch bitten, das zu unterlassen. Ha, also hat seine Jammerei endlich Gehör gefunden, was? Lass mich dir was sagen, Grünspan. Ich arbeite für den Vogt und wir machen hier nichts Unrechtes. Der alte Ledermann ist bloß am Heulen, weil er ein bisschen Silber verspielt hat. Der Radau hat ihm vorher auch nichts ausgemacht. Bei ihm klang das anders. Ha, natürlich, sonst würde ihm auch keiner helfen. Geh und frag die Jungs, die werden dir dasselbe sagen. Ist die Wahrheit. Ich nehme dich beim Wort. Aber was soll ich nun tun? So wie ich das sehe, hast du zwei Möglichkeiten. Scheiß auf den alten Lügner oder mach ernst. Was meinst du mit ernst machen? Ich glaube, du hältst dich für einen harten Burschen und denkst, wenn du uns verprügelst, überlegen wir es uns vielleicht. Aber Schlägereien sind uns nicht fremd. Wenn ich euch die Knochen breche, kommt ihr so schnell nicht wieder her. Ich bin ein anständiger Kerl, also mache ich dir ein Angebot. Wenn du das Turnier gewinnst, also uns alle schlägst, ziehen wir ab. Wenn nicht, hast du Pech gehabt und musst dich verpissen. Kein schlechtes Angebot, oder? Ich möchte mich im Fa... Selbstverständlich. Ich möchte meine... Zuerst musst du... Ich will mit dir kämpfen. Was habe ich dir gesagt? Was zum Teufel? Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Los geht's. Auf geht's. Kämpfen wir. Das war ziemlich gut, aber ich wette, es war bloß Glück. Wer weiß? Verdammt!
Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Kämpfen wir! Nicht schlecht, aber jetzt legen wir einen Zahn zu. Verdammt! Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Kämpfen wir! Nicht schlecht. Lass sehen, wie du dich gegen mich schlägst. Komm und hol's dir! Ist das dein Ernst? Ich möchte mich im... Selbstverständlich. Ich möchte meine... Zuerst musst du... Schön, dass du da bist. Ich will mit dir kämpfen. Anständige Vorstellung. Hätte ich nicht mit gerechnet. Was? Hast Schiss, oder? Hey! Mir kam zu Ohren, dass Leute... Kann sein. Ich schufte im Steinbruch und die brauchen immer neue Hände, um die Gebrochenen zu ersetzen. Das habe ich nicht gemeint, aber danke. Warum habt ihr den Gerber verdroschen? Der kam eines Tages her, verlor sein Geld und faselte, dass wir ihn beschissen hätten und ihm seine Kohle zurückgeben sollen. Der hat's echt drauf angelegt. Mir hat er erzählt, ihr wärt auf ihn los, als er euch bat, nicht mehr hinter seinem Haus Krach zu machen. Tja, das ist nicht unwahr, aber er hat sich erst beklagt, als er sein Geld verloren hat. Vorher hat sie nicht gestört. Heinrich, schön, dass du da bist. Gott sei mit dir, Heinrich. Guter Kampf. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Du warst ziemlich gut, das muss ich dir lassen. Die wenigsten kommen an mir vorbei. Also spitz die Ohren, ich will dir was stecken. Ach ja? Es gibt hier Leute, die nach harten Kerlen suchen. Und ich würde sagen, du eignest dich. Wenn du heute Abend in der Kirche Licht siehst, geh rein und warte ein Weilchen. Wenn du ihnen gefällst, haben sie vielleicht Arbeit für dich. Danke, ich überlege es mir. Passt mal auf, Jungs. Ich möchte euch hier nicht noch einmal sehen. Sucht euch ein anderes Plätzchen. Na gut, aber wenn du dich wieder schlagen willst, bist du stets willkommen. Ich wette, nächstes Mal ziehst du den Kürzeren.
Glück und Gesundheit, Heinrich. Wer ist da? Antworte. Allmächtiger. Was? Hey, was glaubst du, was du da tust? Scher dich weg, verflucht. Hast du was verloren? Beste Grüße. Viel Glück und Gesundheit. Sie haben mir etwas anderes erzählt. Dass du freiwillig mitgekämpft und ordentlich Silber verloren hast. Ist das wahr? Zuerst habe ich mitgemacht, aber wie ich sie beim Bescheißen erwischt habe, haben sie mich verbläut. Und jetzt muss ich mit dem Radau leben. Ich könnte mich um sie kümmern. Nun ja, du siehst aus, als könntest du... Vielleicht kann ich das... Vielleicht. Vielleicht kann ich... Als und... Hey! Ich habe mich um die Raubeine gekümmert. Heute wirst du einen ruhigen Abend haben. Gott segne dich. Und hier hast du was für deine Mühen. Im Gegensatz zu dem jämmerlichen Vogt. Wenn dich wieder etwas bedrückt, sag Bescheid. Möge Gott dich behüten, Heinrich. Hey, Himmel, pass auf, wo du hingehst. Fliegen. Was ist denn? Was führst du hier im Schilde? Verzieh dich, oder ich hetze dir die Wachen auf den Hals. Männer anheuern, die bereit sind, sich die Hände schmutzig zu machen. Ist das so? Und wo hast du das gehört? Im Wirtshaus und so. Die Leute reden. Eine nette Geschichte, aber niemand hat dir im Wirtshaus gesagt, hier zu warten, oder? Also, von wem weißt du es? Von einem deiner Freunde, den Namen habe ich vergessen. Er meinte, er könne mich nicht zu euch bringen, also sollte ich in der Kirche warten. Das ist richtig, aber er hat trotzdem mehr ausgeplaudert, als er sollte. Ich kenne mich aus. Mit mir könnt ihr nichts falsch machen. Schluss mit dem Geschwätz. Bevor du uns das Blaue vom Himmel versprichst, habe ich eine Prüfung für dich. Eine Prüfung? Nichts Schwieriges. Früher haben wir jeden aufgenommen, der aussah, als könne er gerade ausschauen. Aber jetzt nehmen wir dich nur, wenn du tust, was wir dir sagen. Und das wäre? Etwas stehlen? Nein, nichts stehlen. Wenn du zu uns gehören willst, musst du Pius töten. Wer ist Pius? Und weshalb sollte ich ihn töten?
Das geht dich zwar nichts an, aber ich erzähle es dir, da es eine lehrreiche Geschichte ist. Pius war einer von uns, aber er hat's vermasselt. Wie? Hat er was geklaut? Ja, unter anderem. Hat Geld gestohlen und ist weggelaufen. Und ein paar Jungs sind deshalb krepiert. Er war nicht loyal. Sobald er tot ist, kannst du dich uns anschließen. Dazu muss ich ihn erst finden. Nein, das musst du nicht. Wir wissen, wo er steckt. Warum habt ihr ihn da nicht selbst getötet? Das ist es, ja. Er versteckt sich im Kloster. Bei den Stallburschen? Dorthin zu gelangen ist nicht schwer. Nein, nicht dort. Sonst wäre er schon längst tot. Er ist im Kreuzgang, oder wie das heißt. Aber dort dürfen nur Mönche rein. Nur Mönche und Pius, dieser gebildete Bastard. Scheinbar war er früher Pfarrer, aber das war wohl nicht das Seine. Und wie soll ich in den Kreuzgang reinkommen? Dir fällt schon was ein. Ein Geheimgang vielleicht? Es soll unter dem Kreuzgang eine Höhle geben, die Höhle des heiligen Prokop. Vielleicht führt von außen ein Weg dort hinein. Und fällt dir außer dem Geheimgang noch etwas anderes ein? Tja, es gibt da so einen Kerl, der im Wirtshaus herumlungert und bald ins Kloster soll. Vielleicht kann er dir ja helfen. An deiner Stelle würde ich mit ihm sprechen. Und falls er dich hängen lässt, töte ihn und reiß dir alles unter den Nagel, das dir dabei helfen könnte, seinen Platz einzunehmen. Ein Bestätigungsschreiben fürs Kloster oder so etwas. Wie erkenne ich diesen Pius? Er ist noch nicht lange dort. Abgesehen von dir wird er der einzige Neue sein. Und was, wenn es andere gibt? Wie sieht er denn aus? Normal. War immer gut gekleidet und trug stets einen äußerst schönen Dolch bei sich. Nur wird er nun eine Kutte tragen und den Dolch nicht mehr haben. Dann wirst du wohl rausfinden müssen, welcher der Novizen der richtige ist. Bring ihn dazu, seine Identität preiszugeben. Füll ihn ab und schick ihn danach in die Hölle. Ihn abfüllen? In einem Kloster? Kein Ort wäre besser. Dort gibt es mehr Wein als in den königlichen Kellern. Und ich bezweifle, dass er nicht mehr säuft. Gibt es denn keine andere Prüfung? Wir heuern keine Stallburschen an. Wir suchen Kerle, die zu allem bereit sind. Und das ist die schwierigste Aufgabe, die wir haben. Und wie viele habt ihr schon geschickt? Nur ein paar. Und was wurde aus ihnen? Wurden sie gehängt? Nur der erste. Die anderen zogen den Schwanz ein. Hatten wohl nicht die Nerven dafür. Na schön. Ich soll Pius töten, der sich im Kreuzgang aufhält. Und um dort reinzukommen, brauche ich die Hilfe eines Jungen, der dem Orden beitreten will, ja? So ziemlich. Und jetzt zum Kern der Sache. Der Kern der Sache ist, ihn kalt zu machen, oder? Natürlich, aber das ist nicht alles. Nach dem Mord wird im Kloster die Hölle losbrechen. Also sieh zu, dass ihn niemand findet, oder mach schnell die Fliege, wenn du ihn erledigt hast. Es wäre jedoch besser, wenn sie ihn nicht sofort finden würden. Und dann? Soll ich dann hierher zurückkehren? Nein, nein. Bevor du abhaust, nimm seinen Würfel und bring ihn als Beweis mit. Und falls du aus ihm rauskriegst, wo er das Geld versteckt hat, auch das. Den Würfel und das Geld mitbringen, falls ich es finde. Und wohin? Geh vom Kloster aus Richtung Osten über den Fluss. Dort findest du im Sumpf eine Feuerstelle. Mach in der Nacht ein Feuer, ein schön großes. Dann kommen wir, um den Würfel und das Geld entgegenzunehmen und sagen dir auch, wo du dich melden sollst. Klar? Gut, ich soll mich in den am besten bewachten Ort der ganzen Region einschleichen, jemanden töten, seinen Würfel und sein Geld nehmen und dann im Sumpf am Feuer warten. Ja, das ist der Plan. Ihr könntet in der Zwischenzeit zumindest ein paar Gebete für mich sprechen. Die werde ich brauchen. Und vergiss nicht, wir behalten dich im Auge. Also nicht abhauen, klar?